Früher haben wir ja immer nur die Hütten und die Buden prämiert, die schönsten. Und diesmal war die Idee, nein, diesmal sollten wir gucken, was auch angeboten wird. Was den Kunden, die kommen aus dem Ruhrgebiet, aus Mitteldeutschland. Es ist ja hier die Konkurrenz der Weihnachtsmärkte in den Städten. Und das zeichnet eben halt unseren Weihnachtsmarkt auch aus, dass wir etwas Besonderes anzubieten haben, innen drin. Wir haben ja drei Stände prämiert, zwei davon sind das erste Mal auf dem Bremer Weihnachtsmarkt. Und es ist natürlich auch für uns immer so ein bisschen der Reiz, jemanden dazu zu bewegen, halt hier auch seine Sachen zu verkaufen, auch mal ein etwas anderes Angebot, gerade im Bereich Kunsthandwerk und sonstige Artikel zu finden.